Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute wieder eine Babydecke, wie beim letzten Mal auch, 70x90 cm groß, aber dieses Mal in einem anderen Muster. Ihr seht schon, hier sind so kleine Rechtecke bzw. fast Quadrate aus Stäbchen gehäkelt. Also Corner-to-Corner-Muster von einer Ecke zur anderen gehäkelt. Und das Ganze ist, wenn man einmal den Bogen raus hat, wirklich super simpel. Ich habe wieder zwei Knäule gleichzeitig gehäkelt, immer mit der 6er-Nadel. Hier seht ihr schon einmal kurz die Wolle, die zeige ich euch gleich natürlich noch genauer. Wirklich ein super hübscher, total niedlicher Farbverlauf. Und ich habe euch auch einmal hier so eine Skizze von der Decke gemacht. Vom Prinzip her, Corner to Corner, also es startet hier in der Ecke und geht hier oben hoch. 1, 2, 3, das sind die Abschnitte, die gehäkelt werden. Ich starte so, dass die Decke hier als Dreieck auseinanderläuft. Dann höre ich auf, hier Zunahmen zu machen. Also hier an der Seite hört es dann auf zu wachsen und geht hier hoch. Hier wächst es noch 20 cm weiter, bis ich dann hier die 90 cm erreicht habe für die komplette Höhe. Und dann kommt dieses zweite Dreieck. Dann höre ich auf, an beiden Seiten Zunahmen zu machen und häkle es einfach nur noch hier wieder zusammen. Macht bestimmt im Verlauf des Videos alles noch ein bisschen mehr Sinn für euch. Ich zeige euch jetzt erstmal die Wolle genau und dann geht's mit dem Häkeln hier an dieser Spitze los. So, wie angekündigt, habe ich die Decke wieder mit zwei Knäulen gleichzeitig gehäkelt. Diesmal mit dieser lustigen Musterwolle hier. Und ihr seht hier schon einmal den Farbverlauf. Also es gibt verschiedene blaue Abschnitte, dann weiße und rosa Abschnitte und eben diese gemischten Bereiche. Super niedlich. Die Wolle ausgegeben für 3,5er bis 4,5er Nadeln. Ich häkel das Ganze wieder mit der 6er. Also wie bei der ersten Babydecke auch. Das Ganze 70% Polyacryl, 30% Polyamid, 50 Gramm, 150 Meter. Und hier vorne auch das kleine lachende Baby drauf. So, und ich hole mir jetzt erstmal die Anfänge aus den Knäulen raus. Also ich häkel die Knäule wieder von innen. Ich schaue jetzt, dass ich die Farbverläufe, also die Muster, abpasse. Also, dass das gut einander entspricht. Ich hatte das schon mal angetestet mit zwei weiteren Knäulen, die ich dann im Verlauf der Decke auch noch benutze. Die Farbabschnitte sind hier tatsächlich gleich lang. Farbe ist übrigens die Nummer 6. Seht ihr hier? Also wenn ich die hier schön passend lege, ändern sich die Farben dann auch gleichmäßig über die Decke. Und los geht's. Ihr seht, es sind hier diese beiden Reste. Die kürze ich jetzt auch schon einmal. Schere ist hier und schon sind die beiden Fäden ab. Bewahre ich auf, so vielleicht zum Testen oder für so ganz kleine Häkeleien. Und los geht's jetzt tatsächlich mit der Decke. Ich häkel ja Ecke zu Ecke. Und dafür starte ich mit 6 Luftmaschen. Ist eigentlich ein super einfaches Muster. So, 6 Luftmaschen. Dann nehme ich einen Umschlag. Steche hier in die vierte zurück, durch zwei durch, habe mein erstes Stäbchen gehäkelt, das nächste Stäbchen genau daneben und dann kommt noch eins. Also 3 Stäbchen häkeln und die Luftmaschenkette, die hier so am Ende liegt. Ein super süßes, super süße Farben. Das hellblau mit dem rosa und weiß. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Wolle nach und dann geht's direkt mit dem nächsten Kästchen weiter. Ihr seht, hier ist so ein kleines Rechteck entstanden. Und es geht jetzt weiter wieder mit 6 Luftmaschen. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Und ich nehme jetzt wieder einen Umschlag und steche in die vierte zurück. Und häkel wieder 3 Stäbchen. Damit habe ich jetzt ein entsprechend eigentlich genauso aufgebautes Rechteck nochmal gehäkelt. Die beiden sind jetzt schon hier an der einen Ecke verbunden und ich verbinde sie jetzt noch an einer zweiten Ecke. Dafür nehme ich das erste, falte es so nach oben hoch und steche mit meiner Nadel hier in diese Luftmaschenkette ein vom Anfang. Das ist die Dreier-Luftmaschenkette vom Anfang und mache dort eine Kettmasche hinein. Damit habe ich die beiden verbunden, nehme jetzt 3 für die Höhe und häkle noch 3 weitere Stäbchen daneben. Zwei und Nummer 3. Und so ist aus diesem einen Kästchen vom Anfang sind daraus 2 weitere geworden. So einfach. Also dafür habe ich hier mit 6 Luftmaschen wieder angefangen, hier rum, 3 reingehäkelt, hier verbunden, dann eine Luftmaschenkette mit 3 Luftmaschen und dann hier in die Luftmaschenkette vom Anfang 3 Stäbchen reingehäkelt. Und so geht es jetzt auch wieder weiter. Ich nehme jetzt wieder 3 Luftmaschen, 4, 5, 6 Luftmaschen, umdrehen und ich häkel jetzt hier hinein wieder 3 Stäbchen in die vierte einstechen. In die fünfte, dort ein Stäbchen hinein und in die sechste auch. Hier wieder hochfalten und dann eine Kettmasche zum Verbinden. Und schon habe ich 4 verbundene Kästchen. Hier kommt gleich übrigens der erste Farbwechsel schon. Dann wieder 3 für die Höhe. Und hier in die Luftmaschenkette, super praktisch, also das passt immer ganz genau. Man hat dann hier eine Luftmaschenkette liegen und kann dort direkt drum herum häkeln. 1, 2 und 3. Dann komme ich hier oben an, Kettmasche, jetzt bin ich in Weiß drin. 3 für die Höhe und wieder 3 Stäbchen. Damit habe ich hier diesen Dreierbereich. Ihr seht am Anfang ein Kästchen, dann 2 Kästchen, dann 3 Kästchen. Als nächstes natürlich entsprechend 4 Kästchen. Und so geht das Ganze von einer Ecke eben nach außen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umschlag in die vierte zurück und wieder 3 Stäbchen häkeln. Hier nach oben hochschlagen, um die Luftmaschenkette herum eine Kettmasche und schon habe ich das erste Kästchen wieder angehäkelt. 3 Luftmaschen, drumherum, erste Stäbchen, zweite Stäbchen, dritte Stäbchen. Hier komme ich dann wieder an. Also die docken immer so genau aneinander an. Ist eben eine sehr, sehr schöne Häkeltechnik. 3 und wieder 3 Stäbchen. Dann wieder die Kettmasche,
3 für die Höhe und 3 Stäbchen. Damit habe ich dann den Vierer hier auch fertig und es kommt jetzt die nächste Reihe, in der ich 5 häkle. 3 Luftmaschen, 4, 5, 6. Umschlag in die vierte zurück. Ihr seht, es kommt ja schon wieder ein neuer Farbabschnitt. Und der Wechsel passiert auch wirklich immer schön gleichzeitig. Ups. So, 3 Stäbchen. Das Ganze nach oben. Dran häkeln. Und weiter geht es mit 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Dann bin ich hier angekommen, Kettmasche, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Dann bin ich hier am Ende schon. Drei. Eins. Zwei. Und Nummer 3. Seht ihr hier? Super einfach. Und das häkle ich jetzt einmal über den gesamten Farbverlauf, damit ihr auch sehen könnt, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Und dann natürlich über die gesamte Decke. So, ihr seht, ich habe schon ein bisschen weiter gehäkelt und ich bin jetzt hier oben wieder bei dem mehrfarbigen Bereich angekommen. Das ist der gleiche Abschnitt, mit dem ich hier unten gestartet habe. Also es ist immer so, dieser dreifarbige, dann weiß, rosa-weiß, weiß. Dann kommt wieder ein Abschnitt in bunt, das seht ihr hier, das ist dieser zweite. Dann habe ich hier hellblau, dunkelblau, dann dunkelblau und weiß, nochmal dunkelblau. Dann kommt wieder hellblau, das seht ihr hier. Also hier nach dem zweifarbigen kommt hier wieder der dunkle Ton, dann wieder der helle und dann geht es hier wieder mit dem mehrfarbigen weiter. Also das ist eben der Verlauf der Wolle. Den könnt ihr hier einmal komplett sehen. Also ich schaffe immer so 1, 2, 3, 4, 5, etwas mehr als 5 Kästchen pro Farbe. Die Decke ist inzwischen um einiges gewachsen. Ich habe fast 2 komplette Knäule durchgehäkelt, also insgesamt 4 Knäule. Und inzwischen sind die glatten Seiten ungefähr 70 cm lang. Das möchte ich als Seitenlänge, als kurze Seitenlänge für meine Decke haben. Deswegen fange ich jetzt an, die Art zu häkeln ein bisschen zu ändern. Hier oben seht ihr die andere Kante, die hat eben diese kleinen Ecken. Und ich bin jetzt hier fast am Ende der Reihe zurück. Ihr seht, hier sind die Eckchen. Und normalerweise, wenn ich jetzt ganz normal weiter häkeln würde, würde ich jetzt wieder 3 für die Höhe nehmen und hier 3 Stäbchen hinein häkeln. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe es hier verbunden mit der Kettmasche. Jetzt drehe ich es um und häkel an meinem letzten Päckchen zurück mit Kettmaschen. Einfach einstechen, durchziehen, einstechen, durchziehen, einstechen und durchziehen. Dadurch bin ich jetzt hier einfach direkt zurückgegangen, sieht man gar nicht. Und ich kann jetzt hier um diese Luftmaschenketten weiter häkeln. Dafür nehme ich jetzt 3 für die Höhe. 1, 2, 3. Drumherum stechen und 3 Stäbchen häkeln. Und so häkle ich jetzt bis zur Gegenseite rüber. Aber auf der Seite ändere ich nichts. Dort bleibt es bei den 6 Luftmaschen. Und dem ganz normalen Übergang zwischen den Reihen. Also nur an dieser Seite hier beende ich das Ganze immer
einen vorher und häkel dann zurück. Also diese Seite hier bleibt gerade. So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier wieder an der Seite, an der ich nicht mehr zunehme. Da seht ihr jetzt hier schon, dass es hier gerade wird. Und hier ist die Seite, die noch weiter wächst. Da habe ich hier wieder mit den 6 Luftmaschen gearbeitet und habe dann zurückgehäkelt. Und ich dachte, ich zeige es euch noch einmal ganz schnell und kurz, wie das Ganze eben hier an dieser Seite funktioniert. Eben mit der Kettmasche verbinden. Dann drehen. Und eben in jede der 3 Maschen oben eine Kettmasche. Dann bin ich hier wieder angekommen, kann 3 für die Höhe nehmen und hier wieder zurückhäkeln. Und bekomme hier eben diese gerade Kante und an dieser Seite wächst die Decke dann eben nicht mehr weiter. Ich habe jetzt wieder noch ein Stückchen weiter gehäkelt und auch die lange Seite. Also die 90 cm haben jetzt an der einen Seite ihre komplette Länge erreicht. Ich habe mal eine kleine Zeichnung gemacht. Das hier war der erste Abschnitt, das Dreieck 70 cm, 70 cm Seitenlänge. Dann habe ich aufgehört, diese Seite hier zu verlängern. Die ist also 70 cm geblieben und es ist nur noch in die Höhe gegangen. Also da sind nochmal 20 dazugekommen. Das war dieser Abschnitt. Und jetzt kommt der dritte Abschnitt. Da wird wieder das Dreieck eigentlich zusammengehäkelt. Also diese Seite hier bleibt, wie sie ist. Und auch an dieser Seite mache ich es jetzt so, dass ich jetzt hier zurückhäkle. Das heißt, ich mache nur noch hier Kettmaschen dran, dann hier oben auch die 3 Kettmaschen hinein und dann zurückhäkeln. Also es wird nicht mehr länger, sondern es geht von hier im 90-Grad-Winkel rüber. Zeige ich euch einmal, ist aber eigentlich genauso wie an der anderen Seite auch. Also eigentlich braucht man jetzt nicht mehr aufpassen, an welcher Seite man ist, sondern kann einfach an beiden Seiten direkt die Kettmasche machen, das Ganze drehen. 1, 2, 3 direkt durch, dann 3 für die Höhe an Luftmaschen und hier dann noch die 3 Stäbchen. Und dadurch laufen jetzt eben die beiden Seiten wieder aufeinander zu, eben in diesem Abschnitt hier. Und das Ganze bildet dann am Ende noch eine weitere Spitze und dann ist die Decke auch schon fertig. So, inzwischen bin ich hier oben in der Spitze angekommen. Ihr seht, es fehlt nur noch ein kleines Rechteck und dann habe ich hier die Spitze auch fertig. Hier seht ihr den Farbverlauf, wo das Ganze dann natürlich hier wieder mit den Farben immer enger zusammenläuft. Hier von beiden Seiten zusammenlaufend eben. Und hier mache ich jetzt nochmal 3 Luftmaschen. Häkel dann die 3 Stäbchen. 2. Und hier kommt Nummer 3 dazu. Und dann schließe ich es mit einer Kettmasche hier hinein. Und damit ist die Decke fertig. Auf jeden Fall ist sie fertig gehäkelt. Es sind jetzt natürlich noch einige Fäden da, die vernäht werden müssen. Hier ziehe ich das Ganze einmal groß, damit es mir nicht entwischt. Insgesamt habe ich ungefähr so gehe um die 9 Knäule verhäkelt. Ich habe hier jetzt noch 2 halbe ungefähr über von den 10 Knäulen, die ich hatte. Ich habe ja immer 2 gleichzeitig gehäkelt, deswegen diese beiden sind jetzt angebrochen. Alle anderen habe ich verhäkelt. Die Decke hat also ungefähr so ein Gewicht, ich würde sagen, ja, so von 450 Gramm an Wolle.
ist da jetzt verhäkelt. Ich zeige sie euch jetzt natürlich nochmal so in der Übersicht. Und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Schaut auch mal bei Instagram oder Facebook bei mir vorbei, wenn ihr Lust habt. Und abonniert natürlich meinen Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss!